Ich weiß, dass gute Führung einfach ist, aus eigener Erfahrung. Wenn man wertschätzend mit den Menschen umgeht, wenn man offen kommuniziert, klare Prinzipien vertritt und sich selbst reflektiert. Stellen Sie sich vor, es ist Sonntagabend. Sie haben ein wunderschönes Wochenende hinter sich, sitzen gerade entspannt auf der Couch, ganz gemütlich. Und plötzlich, Unruhe kommt auf. Diese negative Gedankenspirale fängt an, sich zu drehen. Scheiße, das Wochenende ist schon wieder vorbei und morgen muss ich wieder zur Arbeit. Sie gehen in Gedanken die nächste Woche durch, fangen an, Probleme zu wälzen, zu grübeln. Und mit jeder Minute wird dieses unangenehme Gefühl, dieser Kloß in Ihrem Magen, immer größer. Wie viele von Ihnen kennen ein solches Gefühl? Vielen Dank. Genau dieses Gefühl ist der Grund dafür, warum ich heute Abend hier stehe. Zu vielen Menschen geht es ganz genauso. Und auch ich habe dieses Gefühl schon viel zu oft selbst gespürt. Aber ich weiß, dass es anders geht. Dazu kommen wir gleich. Wie viele Führungskräfte sind heute Abend hier? Oh ja, einige, sehr schön. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fühlte mich als Führungskraft manchmal überfordert. Man bekommt permanent neue Aufgaben hinzu, die Ziele werden immer höher gesteckt. Und das Thema Fachkräftemangel ist mittlerweile auch ein akutes Problem in vielen Unternehmen. Und als wäre das nicht genug, kommen auch noch Themen wie Digitalisierung, New Work und Agilität auf die Tagesordnung. Und an manchen Tagen denkt man einfach, mir reicht's. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie viele von Ihnen kennen ein solches Gefühl? Dankeschön. Und genau deswegen sage ich persönlich, scheiß auf Agilität. Wir sollten Führung nicht durch Methoden verkomplizieren, sondern durch das richtige Mindset vereinfachen. Denn gute Führung sollte Mitarbeitern und Führungskräften das Leben leichter machen, nicht noch schwerer. Dazu habe ich Ihnen heute 4 einfache Elemente mitgebracht, wie man die Kultur in Unternehmen deutlich verbessern kann, um eine Win-Win-Win-Situation herzustellen. Wie das funktioniert, erkläre ich Ihnen später. Zunächst möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, was gute Führung bewirken kann. Ich habe mit 25 Jahren das erste Mal Führungsverantwortung übernommen. Als kleine, blonde, junge Frau in der Stahlindustrie. Das heißt, Stahlindustrie, nur Männer und ein sehr rauer Umgangston. Vom ersten Tag an war ich also als Führungskraft extrem gefordert. Also habe ich angefangen, das Thema Führung quasi zu inhalieren. Ich habe Fachliteratur gelesen, Seminare besucht, habe von Mentoren gelernt und vor allen Dingen habe ich alles, was ich theoretisch gelernt habe, in der Praxis ausprobiert. Meine Mitarbeiter konnten einem sicherlich manchmal leid tun, denke ich. Und im Laufe der Jahre, ich war 9 Jahre in diesem Unternehmen, habe mit viel Herzblut und Energie gearbeitet, habe ich viel gelernt. Und nach 9 Jahren habe ich das Unternehmen verlassen. Das war, ich glaube, 2012. Und 5 Jahre später habe ich zufällig auf einer Tagung einen meiner ehemaligen Mitarbeiter wieder getroffen. Die Veranstaltung war schon beendet. Ich stand abends gemütlich an der Bar, wollte mir gerade ein Bier holen. Da höre ich hinter mir jemanden rufen, hey Melanie. Ich drehe mich um und vor mir steht Guido, mein ehemaliger Assistent. Wir haben uns den ganzen Abend über alles Mögliche unterhalten. Wir hatten uns ewig nicht gesehen. Und irgendwann, ganz beiläufig, hat er diesen einen Satz gesagt, den ich nie vergessen werde und der mich immer, wenn ich selbst Zweifel habe, motiviert weiterzumachen. Er sagte, weißt du Melanie, ich habe ja jetzt Selbstführungsverantwortung und eine gute Führungskraft zu sein, ist wirklich nicht immer einfach. Aber immer, wenn ich nicht mehr weiter weiß, frage ich mich, was hätte Melanie jetzt gemacht? Denn für dich habe ich immer gerne gearbeitet.
Ich habe schon von vielen Mitarbeitern positives Feedback bekommen. Aber dieses hat mich so sehr berührt, weil es zeigt, was mit guter Führung möglich ist. Gute Führungskräfte können andere Menschen inspirieren, können etwas bewirken, können den Mitarbeitern die Freude an der Arbeit zurückgeben. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt die 4 Elemente vorstellen, die mir dabei geholfen haben, in Unternehmen eine Win-Win-Win-Situation herzustellen. Denn mit guter Führung sind nicht nur die Führungskräfte erfolgreicher, auch die Mitarbeiter sind es und anschließend das ganze Unternehmen. Es ist sozusagen eine Win-Win-Win-Situation. Und das erste Element guter Führung lautet: Leben Sie Wertschätzung. Ich bin sicher, das hören Sie jetzt nicht zum ersten Mal. Richtig? Wertschätzung ist ja schon länger irgendwie ein Begriff, der modern ist. Aber was bedeutet Wertschätzung denn eigentlich? Wertschätzung ist die allgemeine positive Einstellung anderen Menschen gegenüber. Wertschätzung bedeutet, das Verhalten anderer zunächst einmal positiv zu bewerten, ihnen Vertrauen entgegenzubringen. Wertschätzung ist also keine Kompetenz, die man in einem Wochenendseminar erlernen kann, sondern die eigene innere Einstellung. Und wie kommt man dahin? Es ist eine Entscheidung. Entscheide dich dafür. Ein schönes Beispiel für gelebte Wertschätzung ist das Fördern und Fordern von Selbstverantwortung. Als Produktionsleiterin in der Stahlgießerei war ich natürlich auch dafür verantwortlich, die Fehlerquote an unseren Produkten möglichst gering zu halten. Und das ist in der Stahlgießerei nicht immer so einfach. Viele Arbeitsschritte werden von Hand ausgeführt. Außerdem arbeiten Mensch und Maschine in einer Stahlgießerei oftmals am Limit. Wenn mehrere Tonnen von flüssigem, 1600 Grad heißen Stahl in handgefertigte Form vergossen werden. Und an einem unserer Produkte hatten wir tatsächlich eine Fehlerquote von unfassbaren 30%. Das sind Zusatzkosten von rund 50.000 Euro. Für diesen Fehler gab es viele verschiedene Ursachen. Und so habe ich meine Mitarbeiter als junge Führungskraft, noch relativ unerfahren, regelmäßig auf die Fehlerursachen geschult. Habe gesagt, wie man es besser machen kann, wie man den Fehler vermeidet. Und nach jeder Schulung sank die Fehlerquote auch deutlich. Aber 3 Monate später war sie wieder bei rund 30%. Und so ging das eine ganze Weile, bis ich, wie wir bei uns im Ruhrpott sagen, die Schnauze voll hatte. Ich habe mir meine Mitarbeiter geschnappt und einen Workshop veranstaltet. Und mein erster Satz in diesem Workshop war: Ab heute übernehmen Sie selbst die Verantwortung. Und dann haben meine Mitarbeiter gemeinsam Maßnahmen entwickelt, wie der Fehler zukünftig dauerhaft vermieden werden kann. Zum Abschluss ging es dann darum, wie diese Maßnahmen umgesetzt werden können, wer für welche Maßnahme verantwortlich ist. Und was denken Sie wohl? Obwohl vorher alle motiviert dabei waren, wollte niemand wirklich Verantwortung übernehmen. Keiner wollte seinen Namen wirklich auf die Liste setzen und sagen: Ja, für die Maßnahme übernehme ich die Verantwortung. Also habe ich mich vor meinen Mitarbeitern im Schneidersitz auf den Boden gesetzt und habe gesagt: Ich habe Zeit. Wir verlassen diesen Raum erst dann, wenn hinter jeder Maßnahme ein Verantwortlicher steht. Die Mitarbeiter waren irritiert. Keiner hat was gesagt. 20 quälende Minuten hat keiner was gesagt. Und dann haben meine Mitarbeiter langsam realisiert, dass das mein Ernst ist. Und was soll ich sagen? Sie haben die Verantwortlichkeiten untereinander aufgeteilt. Die Maßnahmen wurden in der darauffolgenden Woche umgesetzt. Und die Fehlerquote sank auf unfassbare 3%. Und das Beste, sie stieg nie wieder an. Was habe ich gemacht? Ich habe meinen Mitarbeitern vertraut. Ich habe ihnen etwas zugetraut. Die Mitarbeiter sind die Fachleute. Die wissen, was sie tun. Die haben das gelernt. Und ich habe Selbstverantwortung eingefordert.
So funktioniert meiner Ansicht nach gelebte Wertschätzung. Dankeschön. Das zweite Element guter Führung ist eine offene Kommunikation. Offene Kommunikation haben Sie schon tausendmal gehört, oder? Ist Ihnen vielleicht sogar zu simpel? Aber sicherlich kennen Sie alle auch die Folgen mangelhafter Kommunikation. Arbeit wird doppelt gemacht, wichtige Dinge bleiben liegen, weil sich keiner verantwortlich fühlte. Und es entstehen Konflikte, die eigentlich überflüssig sind. Studien zufolge verbringen Führungskräfte 30-50% ihrer wöchentlichen Arbeitszeit mit Konflikten und den Reibungsverlusten aus diesen Konflikten. Das ist doch unglaublich. Und was eine offene Kommunikation bewirken kann, möchte ich Ihnen anhand meiner Erfahrung erzählen. Ich war in einem Unternehmen beschäftigt, das in einer wirklich schweren wirtschaftlichen Krise war. Wir mussten dringend Kosten einsparen. Jeder Euro war dabei wertvoll. Und statt meinen Mitarbeitern diese Situation zu verschweigen, wie es, glaube ich, in vielen Unternehmen üblich ist, habe ich meine Mitarbeiter ausführlich darüber in einer Sitzung informiert. Die Mitarbeiter waren natürlich erschrocken, hatten Angst um ihre Arbeitsplätze und gefühlt 1000 Fragen an mich, die ich alle so gut wie möglich beantwortet habe. Und was hätte man nach so einer Sitzung normalerweise erwartet? Dass es Mitarbeiter gibt, die das Unternehmen verlassen vielleicht? Dass die Mitarbeiter weniger mit der Arbeit und eigentlich nur noch mit ihren Sorgen und Ängsten beschäftigt sind? Dass die Produktivität sinkt? Dass die Fehlerquote steigt, richtig? Aber so war es nicht. Alle Mitarbeiter, jeder einzelne von ihnen, hat das Unternehmen, hat mich dabei unterstützt, Kosten einzusparen. Und zwar auf vielfältige Art und Weise. Ich möchte hier nur einen Punkt nennen, der mich persönlich besonders berührt hat. Es gab einen Mitarbeiter, dem stand vertraglich eine deutliche Gehaltserhöhung zu. Und der bat mich um ein Gespräch. Das war einer der besten Mitarbeiter und meine Befürchtung war, der kündigt jetzt. Stattdessen hat er mir angeboten, bis die schwierigen Zeiten überstanden sind, auf die Gehaltserhöhung zu verzichten. Ist das nicht unglaublich? Wer macht denn sowas? Das erreicht man mit offener Kommunikation. Kommen wir nun zum dritten Element wirksamer Führung, der Prinzipientreue. Prinzipientreue, das hört sich im ersten Moment eher altmodisch an, uncool, so gar nicht nach dem, was heute überall gefordert wird, oder? Agilität, Flexibilität, Offenheit für Neues. Wir sollen immer schneller sein, immer mehr machen. Und Prinzipientreue, ja, die passt da irgendwie nicht so richtig rein, oder? Aber das ist aus meiner Sicht ein Trugschluss. Denn wie viele von Ihnen fühlen sich manchmal verunsichert aufgrund des schnellen Wandels, aufgrund der permanenten Veränderung in allen Lebensbereichen? Kennen Sie das Gefühl? Dankeschön. Genau deswegen brauchen wir in Zeiten des Wandels und der Veränderung Leitplanken, an denen wir uns orientieren können. Und Prinzipien können meiner Erfahrung nach genau diese Leitplanken für uns sein. Prinzipien bieten uns Sicherheit. Prinzipien bilden die Grundlage für wichtige Entscheidungen. Prinzipien können Vertrauen schaffen, weil man sich auf das verlassen kann, was der andere sagt. Prinzipien können auch die Fairness im Unternehmen fördern. Also Prinzipien hört sich doch gut an, oder? Machen wir morgen alle, ne? Prinzipien. Prinzipientreue hat nur, Sie haben es sich vielleicht schon gedacht, einen ganz, ganz großen Haken. Prinzipientreue erfordert Konsequenz. Und das kann schmerzhaft sein. Ich hatte in meinem Team einen Mitarbeiter, den würde ich schlichtweg als Low Performer bezeichnen. Kennen Sie sicherlich alle von irgendwoher. Statt seine Arbeit zu machen, hat er im Internet gesurft, mit Kollegen gequatscht, private Sachen erledigt und all das zu Lasten seines Teams. Mehrere Gespräche und Versuche, auf ihn einzugehen, blieben erfolglos. Sein Verhalten hat das gesamte Team demotiviert und
Ich war gezwungen, ich musste irgendeine Entscheidung treffen, ich musste etwas tun. Und der Mitarbeiter war ein junger Mann, echt sympathisch, netter Typ, Vater von zwei kleinen Kindern, Alleinverdiener auch noch und ja, ein sehr hilfsbereiter, netter Mensch, mit dem man sich gern unterhalten hat. Ich habe ihn entlassen. Das habe ich schweren Herzens getan. Aber es war notwendig für das gesamte Team. Es war konsequent. Prinzipientreue macht nicht immer Spaß. Aber so funktioniert Prinzipientreue. Das vierte und aus meiner Sicht das allerwichtigste Element für wirksame Führung ist die Selbstreflexion. Heutzutage verändert sich unser Leben permanent und in schneller Geschwindigkeit. Und wie häufig hat man das Gefühl, dass die Tage einfach nur so an einem vorbeirauschen und man im alltäglichen Stress gar keine Zeit hat, über die wichtigen Dinge auch nur mal kurz nachzudenken. Die tägliche Selbstreflexion hilft uns genau dabei. Sie lässt uns kurz innehalten, hilft uns, Prioritäten zu setzen und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Frankfurt School of Finance and Management hat herausgefunden, dass Absolventen durch regelmäßige Selbstreflexion beruflich erfolgreicher sind, weil sie ihre Stärken und Schwächen erkennen, in der Lage sind, ihr Verhalten zu verändern und ihren Führungsstil zu optimieren. Selbstreflexion hat also einerseits das Ziel, das eigene Verhalten zu betrachten, aber andererseits dient Selbstreflexion auch dazu, die Dinge auf die positiven Punkte im Leben zu richten. Denn mal ganz ehrlich, wie häufig erzählen wir unserem Partner abends nur von den schlechten Dingen, die uns passiert sind und nicht von den schönen Erlebnissen? Selbstreflexion verhilft uns also einerseits zu mehr Erfolg und andererseits zu mehr Zufriedenheit. Für die Selbstreflexion gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Sie können sich abends gemütlich hinsetzen, auf einem weißen Blatt Papier reflektieren, wie es Ihnen in den Sinn kommt. Sie können sich eigene Fragen überlegen oder Sie nutzen ein fertiges Reflexionstagebuch. Das kostet Sie am Tag nur 10 Minuten, aber es ist äußerst effektiv. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Denn ich als Ingenieurin, Effektivität, Effizienz sind natürlich genau meine Themen. Deswegen habe ich mir vor einigen Jahren mein eigenes Reflexionstagebuch entwickelt. Und ohne dieses Tagebuch würde ich hier heute vermutlich nicht so stehen. Denn mit Hilfe des Tagebuchs habe ich mein eigenes Leben reflektiert und ich stehe jetzt nicht mehr vor Ihnen als Geschäftsführerin, sondern als Selbstständige. Ich habe eine unbefristete, sehr gut bezahlte, hoch angesehene Stelle gekündigt, um mit meiner eigenen Akademie quasi bei Null zu starten. Diesen Mut hätte ich ohne die regelmäßige Selbstreflexion wahrscheinlich nicht aufgebracht. Deswegen probieren Sie es einfach mal aus. Mal schauen, was bei Ihnen dabei rauskommt. Es ist Sonntagabend. Sie sitzen gemütlich auf Ihrer Couch. Sie hatten ein wunderschönes Wochenende. Sie sind entspannt. Plötzlich denken Sie an die Arbeit. Sie gehen in Gedanken die kommende Woche durch. Sie lächeln. Sie freuen sich auf die Arbeit. Um das zu erreichen, brauchen wir wirklich gute Führungskräfte. Und ich weiß, dass gute Führung einfach ist, aus eigener Erfahrung. Wenn man wertschätzend mit den Menschen umgeht, wenn man offen kommuniziert, klare Prinzipien vertritt und sich selbst reflektiert. Und dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg. Vielen Dank.